Egal ob mit Auto, Bus oder Bahn. Tag für Tag pendeln tausende Studierende an ihre Uni. Auch an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, obwohl Eichstätt schlecht vernetzt ist. Seit der Einführung des Deutschlandtickets pendeln noch mehr Studierende mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur das macht es mir tatsächlich möglich, zu pendeln und in dem Rahmen zu studieren, wie ich es eigentlich tue. Louis pendelt aus einem Grund. Seine Freunde und Familie wohnen in Neuburg. Im letzten Sommersemester war das noch so, dass ich teilweise wirklich sehr, sehr viel weniger Uni, sehr, sehr viel weniger Module gemacht habe als andere und auch dann teilweise Sachen ausfallen habe lassen, weil ich gewusst habe, okay, eine Zugfahrt kostet 13 Euro, eine Busfahrt 7 Euro. Das kann ich mir nicht leisten. Allerdings lässt die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn oft zu wünschen übrig. Auch auf den kürzesten Strecken, wie zum Beispiel zwischen den zwei Bahnhöfen Eichstätts. Deswegen wünschen sich viele Studierende verlässlichere Zugverbindungen. Der Zug von Eichstätt nach Eichstätt weniger oft ausfällt, was dann oft heißt, dass ich eine Stunde Fußweg in die Richtung habe. Folge ca. 60 Minuten später. Grund dafür sind unbefugte Personen auf der Strecke. Nun, der utopischste Wunsch wäre aber der, der am meisten helfen würde, wäre eine direkte Zugverbindung nach Neuburg. Das würde bei den 20 Kilometern höchstens 20 Minuten Zugfahrt sein und das würde die Sachen so krass erleichtern. Der Bus braucht auf einer Strecke von 20 Kilometern Luftlinie 57 Minuten. Der Zug fährt eine Stunde 20 Minuten, solange es keine Verzögerungen gibt. Trotzdem ist das Zugfahren für Studierende oft die praktischere Option, weil der Bus ab 17 Uhr gar nicht mehr fährt. An der KU Eichstätt-Ingolstadt beschäftigt sich das Nachhaltigkeitsoffice mit möglichen Verbesserungen in Sachen Pendeln. Wissen wir, eine ländlich geprägte Region. Wenig Busse, wissen wir alles, das ist schwierig. Ja. Und selbst dadurch, dass wir zwei Standorte haben, selbst diese Verbindung Ingolstadt-Eichstätt hin und zurück ist ja nicht immer ganz einfach. Baustellen und Streiks erschweren die tägliche Fahrt mit Bus und Bahn. Deshalb entscheiden sich Studierende, immer wieder das Auto zu nehmen. Wenn man in umliegenden Gemeinden wohnt, wie zum Beispiel Lorenz in Neuburg, ist Umziehen keine Option. Das alles zurückzulassen, nur um 20 Kilometer Luftlinie weiter in ein noch kleineres Dorf reinzuziehen, ja, muss nicht sein. Das Auto ist inzwischen schon längst nicht das günstigste Verkehrsmittel. Mit steigenden Spritpreisen wird es immer teurer, mit dem Auto zu pendeln. Deswegen steigen viele auf Bus und Bahn um. Ein Grund dafür ist das Deutschlandticket, das es seit Mai 2023 zu kaufen gibt. Für Studierende in Bayern kostet dieses 29 Euro. Doch wie war es bis dahin? Das war im Februar 2023, da gab es das Deutschlandticket noch nicht. Da hätte sich dann das Autofahren definitiv mehr rentiert. Pendeln robbt Nerven. Ich würde es nicht empfehlen. Ich sag's mal so, wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste, okay, ich fange irgendwo ein Studium an, dann würde ich mir selber sagen, ich ziehe da auf jeden Fall hin. Das Nachhaltigkeitsoffice der KU arbeitet an Lösungen. Also so eine Kombi zwischen ÖPNV, vielleicht auch mal ein Stück zu Fuß oder mit dem Rad zu fahren, unterwegs zu sein und eben solche Mitfahrmöglichkeiten. Wahrscheinlich ist dieses Multimodale, wie man das ja in den Verkehrssystemen dann nennt, so eine Lösung für die Zukunft. Es gibt also noch viel Potenzial, sich zu verbessern.